Sternchen. Hallo ihr Lieben, heute mal ein Video von uns beiden zusammen. Und zwar haben wir heute mal was Besonderes vor, mal was ganz anderes. Ich habe Steffi mal überrascht mit einer kleinen Japan-Box. Oh ja, schaut mal. Ich komme nichtsahnend nach Hause und zack, bumm. Ich hatte also bei eBay eine Box bestellt mit 40 verschiedenen japanischen Süßigkeiten. Und bevor es Gemecker kommt, ich weiß, ich glaube mal, okay, trotzdem probieren kann man ja mal, ich verzichte auf alles. Also bevor jetzt Außerdem sind Hate das nur kommt, kleine richte ich Sachen. das nur fürs Video. Es sind so ein paar spezielle Sachen, wir wollen ein paar Sachen reingreifen. Und ja, mal gucken, wie das so schmeckt. Wir haben eine Liste dabei, was was ist. Wir haben mal reingeschaut. Aber naja, noch Naja. nichts probiert, weil wie gesagt, Japan-Candies. Lügner! Eine Packung haben wir aufgemacht. Ja, so ein kleines Schokoding, okay. Ja. Wussten wir, was aber auch war. Ja, dann würde ich sagen, Greif rein. lass uns mal einfach mal was Ich gebe dir testen. was. Bitteschön. Sieht voll eklig aus. Guck mal. Sieht schon mal aus wie schon mal gegessen. Bitteschön. Was Das ist ist das? so ein japanischer Reiscracker wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich vor allem rauschen gerade ihr Mikrofon. Probier es aber auch gleich. Nein, das probiere ich nicht. Das ist mir zu hart, weißt du. Boah. Lass mal riechen. Guten Hunger? Also so sieht's aus. Bitte schon mal jemand? Das ist einfach viel zu hart. Du wolltest die Box haben. Und? Ich weiß nicht, was das für ein Geschmack ist, aber ist eigentlich ganz lecker. So Echt? Mais, süßer Mais. Kann ich. Links mal weg. Warum aufessen? Ich glaube, er ist nicht alles auf. Zum Testen. Es gibt da zum Beispiel, was hast du da? Es gibt da zum Beispiel einen Teil. Irgendwie geil. Ja. Und so ein bisschen würzig auch. Ja. So ein bisschen wie Pizzabelag. Ja, so ein bisschen, ja. Also oder so Suppe, Suppe oder so was. Als Nudelsuppe, so Instant-Nudeln oder sowas. Das hat die so auf so Reisdinger so Instant-Suppe raufgeschüttet. Ich muss auch kurz mein Handy lautlos machen. Mach mal. Das ist nicht das erste Mal, dass das Handy stört. Sorry. Ja, wir haben auch einen Teil dabei. Das sind Fischinnereien mit Wasabi-Geschmack. Und Das zwar da. dieses Teil hier. Da ist wahrscheinlich die ganze Scheiße scharf drauf. Fischinnereien mit Wasabi-Geschmack. Das heben wir uns aber auf. Das probierst du. Gucken, ob ich es beißen kann, ne? Oh, ich probiere das jetzt. Was ist denn das? Krabbenchips vermute ich mal. Okay. Gut, dass ich das nachher alles gleich mitnehme. Kannst du dein Kind geben? Riecht nach gar nichts. Kennt ihr diese Frittenpommes? Curry Chips? Echt? Mindestens die Konsistenz davon. Aber von Chips haben, von Gramm haben die nicht viel. Als wenn du ein bisschen auf Styropor rumknabbern würdest, ne? Ja. Also irgendwie, es war geil, aber irgendwie. Nee. Nicht so mein Fall. Wir essen das nachher noch alles auf. Keine Sorge. Ja, ich nicht. Ich probiere nur. Kannst du dein Kind reingeben? Nee. Die futtert alles auf. Das fasse ich nachher alles auf. Irgendwelche. Porky. Mit Ah, Barbecue-Geschmack. Barbecue, ja. Ich habe einen Krummel in der Tröte. Gut, dass wir hier eine Schere liegen haben. Müssten wir sagen, wenn ihr sowas auch cool findet. Es gibt noch ganz viele verschiedene. Aus Amerika, aus. Amerika, genau, Japan, na gut, Japan haben wir gerade, China, was weiß ich, Irland. Die sehen schon so.
Ein bisschen was von Salzstangen. Ja. Die gehen tatsächlich. Sind voll lecker. Die kannst du hier lassen. Die bleiben hier, esse ich mal Ja, abends. scharf. Also weiter. Scharf? Nee, ich will. Schätze, ich krieg nicht so viel rein im Magen, bin ich gleich satt. Weil sie sind scharf, Alter. Ja. Ja. Oh. Schirmgröße. Alter! Fand ich ja geil, wenn ein größeres Stück, der brennt ja auf der Zunge. Hammer. Boah. Kannst du mitnehmen. Weißt du, voll scharf, Alter. Ja, darfst du echt, boah. Ich brauche was zu trinken, Alter. Ich habe kein Trinken hier, bin ich eher dran, Ich auch. mal eher daran denken können. Egal, mach weiter. Boah. Jetzt muss noch ein Feuerspeier Boah, rauskommen. Alter, geht gar Boah. Ja, ich mag das nicht. Ernsthaft? Ein KitKat mit, ich glaube, Minzgeschmack. Boah, die Kamera steht wieder so geil scharf, Ja, Leute. das ist. Ich bin ja überhaupt kein Minze-Fan, aber Japan hat unzählige KitKat-Sorten. Und da ist tatsächlich auch ein KitKat-Beiteil. Ihr seht, es ist grün. Giftgrün. Riecht immer nach KitKat. Ich glaube, ich schmecke danach erstmal gar nichts mehr. Schmeckt aber wie KitKat. Ja? Minze schmeckst du gar nicht. Lecker. Voll lecker. Ja, brennende Nachgeschmack nicht wieder von dem Teil von vorhin. Immer noch, ne? Ja. Ja, auch. Lass mich mal suchen. Ne. Ich möchte mal reingreifen. Was ist das denn? Da steht mal so gar nichts drauf. Genau, wir haben einen Teil bei. Da steht Ach. auf den Zettel. Nein, 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 nein. Das hole ich jetzt raus. Affenscheiße. Tier, da steht drauf Animal Poo und man soll herausfinden, von welchem Tier. Und ich frage mich, ob da wirklich Tierkacke drin ist oder. Das ist so eine Art japanische Jellybeans. Die Kamera. Oh. Oh. Affe ist da oben drin. Ja, ist ja auch draußen drauf, ne? Das sind wahrscheinlich so Ihr Liebesperlen. könnt ihr mal übersetzen, von welchem Tier was ist. Da steht's hier. So. Ja. Wenn das wirklich der Fall ist. Ich weiß nicht, da steht Animal Poo. Du sollst das da reinschütten und dann mischen. Nee. Ich misch da bestimmt nichts. Das sind so Liebesperlen, werden das sein. Mach's mal auf, bitte. Oder nimmst eine Schere. Boah, die riechen aber geil. Das sind Liebesperlen. Weil die riechen nach Parfüm. Die riechen geil. Gib mir mal einen. Aber nur einen. Komm, wir essen bald eine grüne. Ja, schon weg. Hab gar keinen Geschmack. Ich beiß mal drauf. Ich kann nicht beißen. Du bist ganz weich. So wie es schmeckt, ne? Ihhh. Komm, bei die Tränen. Schmeckt wieder genauso. Was hat's? Ich weiß nicht, was wir da gerade essen. Beiß mal einen raus und mach mal raus, ob das wirklich braun in der Mitte ist. Nee. Weißt du, was wir demnächst mal probieren müssen? Diese schwarzen Eier möchte ich gerne mal mit dir probieren. Boah, diese tausendjährigen Eier. Ja. Boah, ja, kotze ich dir.
Auch oh, diesen Surströmming, diesen ekligen Fisch da, diese Delikatesse, diese, ne, darfst du auch nicht in der Wohnung aufmachen. Den Gestank kriegst du nicht mehr raus zu Hause. So, das ist was für Daniel. Was ist denn das? Ich glaube, ein Marshmallow-Bonbon? Ja, jetzt schon. Halbe, halbe? Nee, mag gerade nicht. Ich hab gerade irgendwie der Appetit vergangen. Das ist nicht so. So. Muss ich schon daran zeigen, da ist auch was Braunes, da ist die Scheiße drin. Ah, Schokolade. Nicht so toll. Was? Also die Japaner haben definitiv einen anderen Geschmack als wir Europäer. Wolltest du noch was in der Box bestellen? Geil. Also ich probiere die Chips jetzt hier. Nimmt sich die guten Sachen, weißt du, und ich kriege die Scheiße angedreht. Oh. Ich weiß nicht, was es war, aber pack es weit weg. Och. Riecht nach Mais. Aber angebrannter Mais. Ich glaube, wenn ich in Japan wäre, wahrscheinlich würde ich nur mehr. Ich liebe sowas, also so Essen auszuprobieren. Auch mach mal in Holland. Ich war Hunger da. Mach mal Holland zum Beispiel auch, ne? War da nicht irgendwas mit Sojasauce? Ist das nicht Zeug mit Sojasauce? Ich habe keine Ahnung. Was hast du? Ich muss irgendwas schon Spucken haben. Boah. Alter. Boah. Das ist noch äußerlich. Ich weiß da nicht drauf. Kannst du mir mal vorheben? Beiß drauf, es wird besser. Boah. Willst du noch einen haben? Nein, danke schön. Boah, Alter, das ist eine Körperverletzung. Boah. Pack dir am besten direkt in den Mülleimer. Da gibst du deine Tochter gleich. Ja. Wahrscheinlich, ihr schmecken sie wahrscheinlich. Oh, hör auf. Boah, nee. Der war geil. War eklig. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Das war Sojasauce, oder? Ich weiß es nicht. Ich will gar nicht wissen. Mir schlecht mittlerweile. Sollen wir nicht einen Cut machen und beim nächsten Mal weitermachen? Wir machen heute einen Teil, nächsten Mal einen Teil. Ich will aber eigentlich... gar nichts mehr. Mir ist gerade schlecht. Ich will gerade irgendwie gar nicht mehr. Hol mal was raus, was bunt ist, was glänzt, was, wo man Spaß drauf hat. Mir ist echt schlecht. Sicher, hast du weiter? Wer ist die Erste, die vor der Kamera kotzt in einem Let's Eat? Das sind Melonen-Panda-Bärchen. Hm. Da war irgendwas mit Melone und noch irgendwas. Melone liebe ich, ja. Ach, dann kann ich dir ja in den Mund stecken. War wie eklig. Kannst du mir einen im Mund stecken, ja? Mir ist schlecht. Gib mir Melone. Melonenkeks. Mit Vanille. Mhm. Ist ganz angenehm. Kann man essen. Mhm.
Bah, willst du noch einen? Ja, danke schön. Die scheiß Dinger weg. Wo kriege ich, wenn ich noch einen esse? Nix. Mach weg. Nee. Okay, dann kriegst du den jetzt hier. Den kann ich nicht essen. Boah, dein Ernst? Das ist, glaube ich, ein Keks mit Algen, ne? Ja. Jups. Was hat sie? Lebt es noch? Boah, sie ist ja voll Stimme halt. Er wollte die Box. Boah. Das ist ja fast schlimmer als die komischen Chips da. Ich heul schon wieder. Boah, ist das eklig. Nimm noch einen Hab. Boah, ist das eklig. Ist das eklig. Nein. Nein. Tu es weg, bitte. Willst du noch einen Chips haben? Guck mal. Nee. Ich heule, ehrlich, ich heule. Guck mal. Ich freue mich schon auf die Fische da rein. Ich sag mal zum krönenden Abschluss. Nee, mache ich jetzt. Nein, daher. Gleich. Wir machen noch ein, zwei Sachen und dann. Mir ist schlecht. Schätze mal was Leuchtendes, Funkelndes. Nicht immer, wo Scheiß draufsteht. Das muss eine Hand haben, genau. Ja, nehmen wir das da. Tada! Boah, ist schlecht. Ja, mir auch. Mir ist richtig übel. Meine Mutter hat gefragt, ob ich ein bisschen was grillen müssen. Dafür ist mir gerade das Grillen vergangen, Alter. Schon wieder was essen, ja? Essen, 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 ja? Das ist eine Beefy. Boah, es riecht, ach. Riecht das? Nach Ketchup und nach Krabben. Boah, mir ist schlecht. Schieb sie rein. Oh, krieg ich's runter? Schieb sie rein. Statt sie abbeißen, nicht abschneiden. So sieht das aus. Boah, nee. Es riecht nach Ketchup und nach... Senf. Senf. Ich hasse Senf. Das ist lecker. Echt jetzt? Ja. Das ist lecker. Das ist lecker. Bin gleich satt. Ich brauche nichts mehr essen. Wenn man einmal im Magen, weißt du, mit wochenlang nichts gefüttert hat, groß mit Süßigkeiten. Und jetzt kommen da Sachen rein, die man nie im Leben gesehen hat, ey. Was noch so ein Teil? Ich habe noch mehrere davon. Guck mal. Ist das nicht das gleiche? Nee, da sind alles unterschiedliche drin. Sieht auch ein bisschen anders. Barbecue. Schatzi, beiß doch ab. Nee, da beiß ich nicht ab. Also. Barbecue kann man essen. Ich mag kein Barbecue. Nee. Boah. Doch. Nee. Haben die Japaner auch süße Sachen oder haben die nur so ganz komische Sachen? Oder packen die nur komische Sachen extra ein? Das will ich mal haben hier. Krass, da ist ein Lolli drin. Achso, den lutschen tue ich jetzt hier nicht. Oder? Ja, da ist ein Lolli drin. Nee. Oh, bam, ist mir schlecht. Okay, das... Schatz, noch nicht gleich. Doch.
Fischinnereien mit Wasabi. Das sieht schon aus wie so ein toter Leder. Das sieht so irgendwie aus wie so Klebstoff, den du zusammengeklebt hast. Es riecht nach Fisch. Und nach dem Ding, da muss ich mich echt, wenn wir gleich weg sind, da habe ich Pause, dann habe ich abgebrochen, weil ich kotzen musste. Du probierst. Du probierst zuerst. Das klebt voll, Alter. Warte, lass mich zuerst probieren. Hey, das klebt voll. Es riecht ja nach toten Fisch. Boah. Kommt's mir schon hoch, wenn ich dran rieche, Alter. Was ist, als wenn du auf Papa rumkaust? Nee. Je mehr es drankommt, desto mehr habe ich den Geruch in meiner Nase. Ich mache es fürs Video. Nee. Bring dich runter. Nee. Ich krieg's erst vom Mund abgebissen. Was? Das ist, als wenn du auf Papa rumkauen würdest, nur ein bisschen mit Geschmack. Boah. Was ist denn da für ein Geschmack? Wo hast denn du den Geschmack? Was hab ich? Aber tu das weg, dann kannst du den Ratten geben. Ich glaube, selbst die fressen das nicht. Was hast du denn? Oh. Alter, nee, tu weg. Schatzi, du bist jetzt weg. Meine Hände kleben voll, Alter. Komm, eins machen wir. Eins suche ich jetzt mal aus und dann. Meins. Boah, das war. Du machst immer die gleichen Sachen auf. Nein, ist was anderes. So, das soll Schokolade sein. Aber das, was ist. Wer sowas isst, der isst auch kleine Kinder. Das sieht aus wie frittiert. Das ist auch so weich wie frittiert. Wow. Das schmeckt nach nix. Nutella ein bisschen. Aber. Okay. Nee. Ich mag nicht mehr, Leute. Nicht mehr für heute. Das ist eklig. Wir können uns auch gefasst machen auf so komische frittierte Dinger. Oder so einen komischen Fischkuchen. Huch. Hallo? Da, Fischkuchen. Dann auf so ein komisches Ding. Oder. Aha. Sowas hier. Komm mal auf, die probierst nur einen von. Ich? Ja. Oh gut. Die sehen ganz gut aus. Ich hoffe, dass es kein Kaugummi ist, ne? Glaube ich nicht. Sicher? Ja. Ich habe nämlich hier ein Essensstäbchen. What the fuck? Sicher? Jetzt probiere ich für dich. Und? Das ist übrigens keine Tokyo-Treat-Kiste, wo noch eine Cola dabei ist, durchsichtiger. Es ist einfach nur von eBay, weil es ist, kostet nur die Hälfte und. Komm mal. Ist das ein Kaugummi? Nee. Ein schicken Bonbon. Aber es zieht sich wie Kaugummi. Ist doch kein Kaugummi. Ist ein Kaugummi-Bonbon. Ist ein bisschen wie Mao, ne? Mhm. Nur ein bisschen softer. Lecker. Mhm. Wenn jemand mal einen Link haben möchte zu so welchen Boxen, ich glaube, die waren jetzt 40 Sachen drin.
Die kamen, glaube ich, 22 Euro. Und nur Scheiße drin. Wenn mal einer einen Link haben möchte, der auch sowas probieren möchte, dann schreibt mal Steffi an, dann schicke ich euch da einen Link zu. Ich möchte ein paar Chips haben. Nein, danke schön. Und ich würde sagen, machen wir Teil 2. Mhm. Dann für... Nächstes Mal. Ja, wow. Ein, zwei Tage, denke ich mal, hat rumgekrümmelt. Ich habe umgekrümmelt? Ja. Ja. Dann machen wir einen Teil 2. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Jo, tschüss.